Moin moin, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Slavos Abschied und ihr seht es ja schon im Hintergrund. Letzte Folge haben wir uns einen Innenverteidiger verpflichtet und mal schauen, wie er es sich jetzt macht. Diese Folge gibt es leider nur ein Spiel aus zeitlichen Gründen. Ich hoffe, das macht nichts und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich bei dem ersten Spiel und bei dem einzigsten Spiel wieder. Bis gleich. So. Hier sehen wir die Startaufstellung meines Gegners Nantes US und es ist ein leicht verbessertes Starter-Set. Also er hat sich ein paar Spieler gekauft und es beginnt auch gleich ganz rasant mit Luis Adriano in der vierten Minute. Pace ich hier schön durch, 1-0 für meinen Gegner. Daraufhin Hartmann, Ball auf Charles und der schließt ab, aber der Keeper von meinem Gegner hält ihn. Und dann schon in der 45. Minute ist nicht viel passiert in der Partie. Mein Gegner macht es sehr wunderbar schön, Casemiro mit dem 2-0, das ist auch gleichzeitig der Halbzeitstand. Dann ich mal mit Hartmann, der mit seinem starken Rechten, aber der Keeper hält. Und kurz darauf auch Hartmann mit dem Kopf auf Smallwood, der schließt ab. Aber auch kein Problem für den Keeper vom Gegner. Und dann ist die 62. Rodrigo hier auf der Seite mit der Flanke auf Casemiro, Kopfball. Und es steht 3-0 für meinen Gegner. Und das war's auch, ich verliere erstmals in diesen Modus in meiner Serie Slavos Abschied. In der dritten Folge die erste Niederlage, das ist ganz okay. Mein Gegner hat extrem stark gespielt, ich konnte sehr wenig machen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder in der Mannschaft. So, willkommen zurück in der Mannschaft und ihr seht es vielleicht, es ist die ganz normale Aufstellung von vorhin. Und das Problem ist, wie ich den Spieler jetzt reinwechseln in die Mannschaft habe ich leider nicht mehr auf meinem PC. Irgendwie ist es weg. Aufnahme hat es nicht gespeichert. Aber ich habe für meinen zentralen Mittelfeldspieler, für meinen linken zentralen Mittelfeldspieler, Moment mal, ich müsste jetzt mal auf meine Mannschaft gucken. Das wäre vom Vorteil. Momentchen. Ich habe für den zentralen englischen Mittelfeldspieler, also der linke zentrale Mittelfeldspieler mit 60 Bewertung, das ist glaube ich Stonewood oder so, habe ich einen Spieler hinzugefügt und wir haben ja 0-3 verloren. Das bedeutet, wir bekommen 0 plus 2, das macht 2 Punkte, haben verloren, minus 1, also kriegen wir nur einen Punkt, den wir hochgehen dürfen, das ist ein Bewertungspunkt. Und da habe ich natürlich einen 61er Spieler jetzt auf der linken zentralen Mittelfeldspielerposition. Und das ist einer von 1860 München, nämlich der Stefan Wannenwetsch. Ihr seht es jetzt leider nicht. Es ist ein ZDM. Deswegen werde ich auch die andere 442, damit die 442 in Klammern 2 umstellen, wo man mit zwei ZDMs spielt und sonst alles gleich bleibt, dass es bessere Chemie gibt. Dieser Wannenwetsch hat 71 Tempo und ist ziemlich gut so für ein ZDM. Ich sehe das ja am nächste Folge, wie es ist. Deswegen ist das jetzt, glaube ich, nicht so schlimm, dass ihr jetzt nicht seht, den Spieler. So, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ein bisschen kurz, ich weiß, ich entschuldige mich nochmal, aber man kann nichts machen, ich bin ziemlich in Stress. Deswegen würde ich sagen, mach's gut, ciao.